Ostern im Tierpark und Zoo Berlin. Da geht nichts ohne Hasen. Bestandsaufnahme im Streichelzoo mit Reviertierpfleger René Fiete. Hallo! Der Hase kommt raus. So könnte hier das Nest sein. Ja! Ja! Guck mal, ganz richtig schön zugedeckt, ne? Und guck mal, was sehen wir denn da jetzt? Oh, guck mal, da sind ja ganz kleine Osterkaninchen. Jeder, nicht streiten, jeder kommt hier vorne ran. Holt der Onkel mal eins raus. Ne? So. Schaut mal. Und diese kleinen Kaninchen sind ja schon 2 Wochen alt. Ne? Wenn sie geboren werden, dann sind sie ganz nackt. Ne? Und die Äuglein sind schon offen. Die Augen sind dann noch zu, wenn sie geboren sind. Und jetzt noch eine Woche und dann verlassen sie das Nest und dann rennen sie hier mit ihrer Mama hier in diesem Stall hin und her. Und das sind unsere kleinen Osterhäschen zum Ostern. Längst noch nicht alles bei Fietes Hasenschau. Weiter zum Löwenkaninchen. Vorsicht, Jungs. So, und jetzt könnt ihr euch den mal richtig angucken hier, ne? Könnt ihr auch mal anfassen, wie weich das Fell ist. Ne? Böse Menschen tragen ja davon Jacken, ne? Ne, normale Löwenkaninchen heißt ja wieder Löwe, so eine richtig schöne Mähne so rundrum, ne? Von den Löwen. Ja, ist ja Gott sei Dank kein richtiger Löwe, ne? Nur ein kleines Kaninchen. Will ich mal, wir hätten da drinnen Löwen. Na hallo, geht ja gar nicht. Auch Osterlämmchen hat der Streichelzoo im Tierpark Berlin im Programm. Und so werden ja die Lämmchen immer vorgestellt in den Medien, ne? Schneeweiß auf einer grünen Wiese, ne? Ab und zu kommt noch ein Hase vorbei gehoppelt, dann hat man noch die bunten Eierchen da, aber bei uns nicht. Bei uns haben wir jetzt nur die weiblichen Tiere mit ihren Kindern. Wenn ich hier auftauche, zu einer unbestimmten Zeit oder einer planmäßigen Zeit, wissen die Tiere sofort, also irgendwie stimmt das jetzt hier nicht. Also, was will denn der jetzt hier? Also, na ich, wenn ich jetzt hier bin. Ne, die gucken mich ja alle, die gucken ja alle in unsere Richtung, genau, wo ich stehe. Und wenn ich jetzt gehe, haben die Tiere mich immer im Blick. Ihr seht, die gucken genau, wo ich hingehe. Ja. Vor 6 Monaten war es René Fiete, der genau hinguckte. Nachwuchs bei den Mongolenschafen. Bei den Mongolenschafen, da sieht man auch so einen kleinen Fettsteiß, ne? Haben die Kinder richtig schön ausgeprägt schon. Und durch diesen Fettsteiß ist es bei den ersten Kindern so, dass sie nicht richtig abkoten können und wir dann immer den Po waschen müssen. Weil der Kot verklebt dann und verstopft uns den After. Und dann machen wir das sauber richtig. Dann wird dann immer die erste Zeit der Hintern gewaschen, bis die Mutter mal verstanden hat, dass sie den Po richtig sauber machen soll. Diesen Nachhilfeunterricht gibt Tierpflegerin Sabine Buchholz. So, ist fein. Kriegst du gleich wieder. Kriegst du gleich wieder. Guck mal, und der René wäscht den Po. Ja, klasse. Total begeistert davon. Ist aber ein hübscher, wa? Guck mal. Wow, unkräftig. Ja, ich weiß, das gefällt dir nicht. Mir auch nicht. Da sind wir schon 2. Und da sieht man jetzt, dass er das richtig schön verklebt hat. Ne? Und deshalb müssen wir das wirklich dann selber machen. Das ist zwar nichts Angenehmes, aber der kleine Kinder wickelt, muss es ja auch machen. Also machen wir das auch. Also normalerweise kümmert sich die Mütter darum, aber wahrscheinlich ist es den Haustieren auch schon ein bisschen eklig, das zu machen. So, jetzt wird gerubbelt. Ja, gerubbelt wird. Warte mal, jetzt kann ich nicht so dolle wackeln. So, das sieht doch jetzt wieder aus wie, fehlt nur noch der Puder und dann ist schön. So, okay Baby. Schafhygiene. Die anderen sind schwer beeindruckt. Na los, Mutti, hier vor. Habt ihr Angst? Jetzt könnt ihr mal ein Lamm anfassen. Manno. Ein kleines Babylamm. Na, ist ja gut. Ist ja gut, Mäuschen.
Na, alle nicht, nur die Mama. Die ist jetzt sehr aufgeregt, weil sie, wie gesagt, ihr Kind nicht hat, ne? Weil wir lassen ja die Lämmer auch noch nicht raus, sondern erst, wenn sie richtig schön kräftig sind. Möchte ich da nochmal anfassen oder soll ich das jetzt der Mama wieder geben? Genau, wa? Gehen wir wieder der Mama. Ist gut, ist gut, ist gut. Kannst gleich. Du kannst gleich. Ist ja gut, du kannst doch gleich. Du kannst doch gleich. Erste Ostern auch für Eisbär Knut. 4 Monate ist der weiße Buschel alt und bekommt von Ziehvater Thomas Dorflein eine Überraschung. Knut, komm mal her. Nee, er möchte lieber dem Tontechniker ins Bein beißen. Der Tontechniker war noch nicht die Überraschung. Riecht und schmeckt aber auch ganz interessant. Die richtige Überraschung ist genauso plüschig wie Knut, nur langohriger. Schau mal her, hier ist ein Hoppelhase. Zu Ostern kriegst du ein Höschen. Hey. Den Hasen, dem das Hasenherz gleich in die Hasenhose rutscht. Das ist eine neue Mami, nicht? Den Hasen zum Fressen gern. Aber die Kamera ist interessanter. Fröhliche Ostern, Knut. Guckt mal, so viele bunte Eier. Da seid ihr rausgekommen aus solchen Eiern. Es war nicht aus solchen bunten, aber da seid ihr rausgekommen. Ja, ist gut, Kapi. Schön drin bleiben, ja. Und du musst auch noch rausklettern, wa? Wer war nun zuerst da? Die Henne? Oder das Ei? Na, wahrscheinlich die Henne wohl. Das Ei wohl kaum. Wer soll denn, muss ja irgendwer das Ei gelegt haben. Hä? Kinder, guckt da, wa? Oh, so eine großen Eier, da seid ihr ja nicht rausgekommen. Ihr seid bloß aus solchen kleinen Gibt's rausgekommen. Gibt es ein Osterfest, ja? Für Roland Richter? Nee, also Ostern feiere ich selbst nicht. Wir müssen ja nun immer da sein für die Tiere. Und demzufolge werde ich hier auf Arbeit wahrscheinlich feiern. Nicht wahrscheinlich, sondern ich werde hier auf Arbeit feiern. Gut, dann werden wir noch unsere Eiern gucken. Hier haben wir noch mal einen Sperbergeier, Truthahngeier. Dann haben Strohhalsibisse schon gelegt. Hier haben wir noch indische Teichreihe. Alles so eine kleine Kacke. Ein Eierflüsterer. Unterstützt durch Technik. Mäuschen. Ja. Na, und? Ja, genau. Toll. Das dauert jetzt ungefähr noch 48, kann bis 24 bis 48 Stunden. Und ein kleiner Brillenpelikan. Ja, jetzt könnt ihr um die Wette schreien hier. Ja. Animiert euch mal ein bisschen gegenseitig. Dann. Jo. Ah, die ist schon gestern fertig gemacht für euch. So. Das ist natürlich die Luftfeuchtigkeit höher als im normalen Inkubator, damit die Jungvögel nicht an der Eihaut festkleben innen drin, selber mit der Haut und so sich dann im Ei drehen können. Ein Leben vor Eis only. Kommen da überhaupt noch Eier auf den Tisch?
Also ich esse wirklich bloß noch ganz selten Eier. Also ich habe ja nun auch damals zu DDR-Zeiten Zootechniker Mechanisator für industriemäßige Geflügelproduktion gelernt. Das ist mein erster Beruf gewesen. Und seitdem, eigentlich, beziehungsweise seitdem, wir haben da mal ein Wettessen gemacht. Eierwettessen. Wer isst die meisten gekochten Eier? Und das, also ein ehemaliger Mitlehrling, auf 48 Stück gekommen. Also ich habe 32 geschafft und habe mich halb tot gekotzt. Und er ist auf 48 gekommen und hat überhaupt nichts. Und seitdem esse ich wirklich ganz, ganz selten Eier. Also. Wie aus dem Ei gepellt, frisch geschlüpft. Ein und? Bartgeier. Ja. Was denn? Jo, fein. So, komm. Komm, du willst nochmal groß und stark werden. Komm. Hallo. Komm. Fein. Und jetzt können wir das hinterschieben. So. Ja. Ja, fein. Ob der Bartgeier das alles schon begreift? So. Verstehen tun sie mich nicht, aber sie hören mich und sie wissen ja, dass jemand da ist und sie wissen ja, dass das Futter kommt und dementsprechend ist es natürlich dann auch die Prägung, weil die hören die Stimme, die hören unsere Stimmen. Und demzufolge wissen sie, wenn diese Stimme kommt, gibt's was zu essen. Warte mal. Hm? Ja. Hier setzen dich mal lieber rein, nicht, dass du kalt wirst. Dann kriegst du nachher noch was zu trinken. Wärm erstmal deinen Po wieder auf. Ostern ist eben manchmal noch etwas frisch. Gut, so, dann werden wir mal schon mal ein paar Vorbereitungen treffen. Bunt mischen oder? Ja, einfach mal so ein paar Kleckse raufmachen. Ja. In der Hoffnung, dass er sich dann ein Ei schnappt. Macht das Beispiel Schule. Orang-Utan Kajan soll die Eier bemalen, wenn er Lust hat. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja natürlich da so ein bisschen skeptisch, dass er denn hier die Kunstwerke dann hier rauskommen, aber hat er doch wieder so ein bisschen den Effekt der Beschäftigung. Der Meister in seinem Atelier. Im letzten Sommer hat Kajan zur Malerei gefunden. Die Fachwelt merkt er auf. So musst du das machen. Guck mal hier. Da siehst du. Nein, Kajan, da siehst du. Guck mal hier. Die Überschüsselfarbe, die leckt er gleich ab. Und nochmal. Na, da hängt doch kein Papier mehr, da oben, ja. Hey. Super. So. Ah, er erweitert so ein bisschen. Das Blatt ist ihm zu klein. Macht ein bisschen Graffiti. Wie steht's bei den Tierpflegern mit dem Maltalent? Das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann. Ich seh das schon, komm. Ich glaub vor 30 Jahren. Wenn der Kajan keine Lust hat, dann können wir nachher machen. Lass mal einen Osterhasen rein. Probieren wir unser Glück. Oh, Kajan, das kannst du machen. Immer ja so ein Ei. Hä? So mit der Zunge malen? Das ist Kunst, wa? Ja. Ja. Mit der Hand kann ja jeder, mit der Zunge. Ganz im Trend. Kajan malt mit Lebensmittelfarbe. Also ein Osterhase wäre schneller, du. Sieht nach einer kreativen Pause aus. Aha. Ja, da haben wir uns fast über. Ja, da ist nichts drin. Mach doch mal, Meisterlampe. Hm? Mal mal hier ein bisschen. Hm? Mal mal. So eine schöne Eier da drin. Hm? Ganz grün hier.
Guck mal. Du Schlumpf. Wenn nicht, musst du dann bemalen. Musst du dann bemalen? Die ich bemalen? Die kannst du auf dem Flohmarkt verkaufen. Du bist ja, so kreativ. Ja, wenn du mir den Preis nimmst. Guck mal, du hast doch bis 12 noch Eier ausgeblasen und gemalt. Bei uns ist das schon ein bisschen länger her. Jetzt bin ich ja immerhin schon 13, ne? Der will sich die Hände nicht schmutzig machen, wisst ihr? Das ist die Vollmundtechnik. Ja, das sieht doch schon gut aus. Sagt mir wie Bodypainting. Die Tierpfleger wollen die Kunstwerke haben. Gib mal das Ei. Ja, gibst du mir das? Willst du tauschen? Guck. Gibst du dafür das Eichen? Hä? Zu tauschen? Tja, jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Das weiß Kajan schon. Jetzt noch eine Eier-Performance. Die Kunstbetrachtung muss noch warten. Der foppt uns hier aus, ey. Der hat jetzt, der sagt sich so. Jetzt könnte er mich machen. Wir nehmen die mal aus. Meinst du, die sind schon fertig? Na, ich denke. Guck mal, die sehen schon schön aus. Ja, rot ging doch immer schnell. Bunte Farbspiele für bekannte Eiexperten. Die Zebramangusten. Das sind doch diejenigen Mangusten, die in der Lage sind, sich selber die Eier kaputt zu machen. Das heißt, sie beherrschen die Technik, das Ei unter sich durch, gegen einen harten Gegenstand hinter sich zu feuern und dann zerplatzt es meistens. Oder wenn sie jetzt ein Straußenei haben, dann machen sie das mit den Steinen und schmeißen den Stein immer gegen das Ei, solange bis das Ei dann irgendwann einen Sprung bringt und kaputt ist und sie dann an den Inhalt rankommen. Einfach clevere Tiere. Ich habe noch 3 hartgekochte Eier. Hartgekochte? Ja, wir könnten doch... Für die Mangusten? Na, ein kleiner Gag, oder? Dann geht das Ei eben nicht kaputt, so einfach. Wollen wir? Probieren wir mal. Testen wir mal ihre Pfiffigkeit. Guck mal. Weil das Mangusten-Ostern. Und? Spielst du jetzt Osterhäschen? Klar. Dann versteckst du mal hübsch. Pass auf, gleich machen sie den Schieber auf. Geht ja gar nicht. So. Nächste. Und wo ist die gekochte? Wenn wir noch eins hier oben drauflegen. Mal sehen, wie clever die sind. Mann, das sieht aber schön aus. Wunderbar. Hallo, ihr Mangustis. Der erste muss jetzt anfangen, dann... Ihr seid ein paar Eierdiebe. Wir machen uns die Arbeit und die ignorieren das. Sag mal. Na prima. Ich sag euch das eine, dafür gibt's auch gar kein Schokoladenei, wenn ihr nicht mal die Dinger nehmt hier. Ey, ihr Kanaillen. Eiertrudeln. Die sind doch schön, oder? So schöne Eier. Etwas mehr Begeisterung, bitte. Also wirklich, das ist nicht zu glauben. Die Chefin hat das Maul etwas vollgenommen. Mit dem Nachwuchs. Na, die Chefin, die muss erstmal alles kontrollieren. Die gibt jetzt die Eier frei. Ich glaub's ja wohl nicht. Und jetzt fressen die anderen. Jetzt fangen sie an. Jetzt dürfen die oder? Ja, ja. Familie wieder komplett. Das ist alles dann auch noch wieder. Das haben wir auch so noch nie erlebt hier. Nee, nee. Dass das so eine Auswirkung hat, wenn man die Chefin weglässt. Ist ja fast wie im Leben. Ah. Jetzt fressen sie. Siehst du, das Gekochte schmeckt den auch. Echte Etikette eben. Der höchste Gast eröffnet das Buffet. Doch noch gelungener Eierspaß bei den Zebramangusten. Möhren. Nicht für den Osterhasen, sondern für Panda Bao Bao. Aber Reviertierpfleger Lutz Stürmer hat noch andere Überraschungen zum Fest.
Ja, das ist ja jetzt schon mittlerweile sein 28. Ostern und da haben wir uns nochmal was einfallen lassen. Natürlich für das Fernsehen. Sonst kriegt er das nicht so hübsch drapiert. Dass wir ihm mal was gebacken haben. Wo ich gerade dran arbeite, das ist Rosinenbrotteig. Und die Kollegin Nicole, die hat ihm dann noch zwei Osterhäschen gebacken. Aus abgeriebenem Kuchen. Wir wollen ja unseren Bauer so lange wie möglich bei lauter Laune halten. Und noch ist er spitzenmäßig drauf. Und dafür, dass er nun der weltälteste Panda in Gefangenschaft ist, können wir endlich stolz sein, wie wir ihn ernährt haben. Sonst wäre er wahrscheinlich schon eher in die ewigen Jagdgründe gegangen. Eindeutige Dekoration. Merkt der Panda Senior jetzt, dass Ostern ist? Also ich mache jetzt diesen Job 40 Jahre. Ich denke mal nicht. Das wäre eine Unterstellung, die könnte ich nicht verteidigen. Ganz wichtig ist, dass zum richtigen Zeitpunkt das Essen kommt. Alles andere ist wahrscheinlich Nebensache. So wird Bao Bao das ganze Jahr über verwöhnt. Hier, im letzten Sommer, freut er sich auf Pfannkuchen. Ach, Alter, mein wartet schon. Oh. Mal guck mal. Erst die Pillen. Und das spezielle Ding, der Pfannkuchen. Ja. Ah, fein. Ein Blindgänger mal erwischt. Na, hat der Bäcker uns beschissen? Ja. Mal sehen, wie Bao Bao auf das Osterarrangement abfährt. Erst suchen, dann zielstrebig zum Osternest. Position zur Kamera und Bao Bao kann ungestört genießen. Festsensation im Streichelzoo im Tierpark Berlin. 2 Wochen alter Nachwuchs bei den Maskenschweinen. So, und könnt ihr jetzt mal den Köpfchen sehen, ne? Ihr habt vorhin den Papa gesehen, ist gut. Ist gut. Das Schweinchen quiekt jetzt, weil es jetzt von den Geschwistern weg ist, ne? Weil es hat ja hier, guck mal, da seht ihr jetzt die ganzen Kinder. Da sehen jetzt die anderen Geschwister. Und die Schweinemutter auch. Und die Mama auch, jetzt seht ihr sie. Jetzt ihre Jungen, ne? Jetzt könnt ihr doch mal anfassen. Na, keine Angst haben, das Schweinchen hat mehr Angst. Ist gut, Mäuschen. Ist ja gut, ganz ruhig. Wir sind alle liebe Menschen. Die Kinder wollen nur mal Glück haben. Ist ja gut. Was bist du denn für ein kleiner Kacker? Hä, was soll denn das? Du bist bestimmt ein Mädchen, wa? Die Mädchen, die schreien immer. Da gucken wir doch mal. Haha, ist ein Mädchen. Ja. Ja. Zeig mal. Bist du ein Junge? Ja. Ja. Das ist ein Junge. Und hat der einen Namen? Nee, die haben keine Namen bei uns. Weil die sehen ja alle gleich aus. Guck mal, die sind jetzt zwar unterschiedlich groß, ne? Aber nach einem Jahr sehen sie alle gleich aus. Guck mal, das ist ein Junge und der ist aber ruhiger. Der ist friedlicher, ne? Langsam. Keine Angst. Wohltun für meinen Kopf. Na,
wieder ganz weich, ne? Ganz hart, ganz weich. Und ganz weiche Borsten noch, ne? Die Borsten werden dann richtig hart. Ich will auch mal. Ne? Dann lass mal den Bascha auch noch mal, ne? So, oh, ist ja gut, Mäuschen. Wo kann man denn an Schwanz sehen? An Schwanz? Na, man sieht es nicht an Schwanz, weil man sieht ja, guck mal, hier zum Beispiel ist jetzt nicht zu sehen, ne? Beim männlichen Tier ist das Geschlechtsorgan hier unten. Guck mal, hier ist der Pullermatz. Ja, gefällt dir jetzt nicht. Ist der Pullermatz, ne? Und beim Mädchen ist es dann immer hier hinten zu sehen. Und hier haben wir bloß den Po, ne? Mädchen, Junge, für den neuen Maskenschwein-Jahrgang noch völlig Schnuppe. Wichtig ist, auf der Welt zu sein und gesund. Oh, durchgeknallteste Geburt. Tja, das sind so viele Geburten. Eigentlich sind die Geburten jedes alles von Alena. Also man kommt einfach hierher und dann ist da halt ein Wurf Schweine oder die Lämmer sind da. Aber hier bei der Mutter war es jetzt so gewesen, die gute Frau hat hier schon seit einer Woche immer das Stroh rausgebracht aus dem Stall. Wir haben es immer weggemacht und da war uns klar, es ist soweit, dann haben wir sie abgesperrt und am nächsten Tag waren dann die Kinder da. Guck mal, die Geschwister warten ja schon, ne? Ach. Oh, nur jetzt bin ich auch nass. Ach, ist das schön. Ja, schreie ruhig. Guck mal, ja, da ist die Mama. Da ist die Mama. Hallo, Dicke. Alles Banane. Immer noch Spannung im Menschenaffenhaus, im Berliner Zoo. Ach, wie sieht der aus? Hat er ein paar Um Gottes Willen. Hier war Rembrandt am Werk. Kajan übergibt seine Werke der kunstinteressierten Welt. Tja, ich glaube, da hätten wir vielleicht doch... Das ist hier das Beste. Das ist das Beste, ja. Das nicht? Drei Eier. Drei. Nee, zwei. Naja, eigentlich ein. Naja, guck mal, das kann man auch nehmen. Nee, das sieht ja keiner. Naja, er hat sich Mühe gegeben, ja? Der Gute. Ja. Ja? Bisschen wenig Gefühl hier, aber ich denke mal, wie du schon vorhin sagtest, auch wenn die Eier so aussehen auf dem Schreibtisch unseres Chefs, würden sie sich gut machen. Ja. Ne? Müssen, ja. Müssen wir eigentlich mal hochgehen, oder? Nee, werden wir ihn zu Ostern dann, ja. wenn wir ihn dann schenken. Aber erstmal lassen wir ihn suchen, das verstecken wir in seinem Büro. Hinterm PC. Freut sich der Chef, ist der Meister zufrieden. Das hier ist jetzt vom ihr großes Kind. Ist Juni. Vom Juni letzten Jahres. Ach so, null also ist. 9 Monate alt jetzt. Wollen wir mal gucken. Nachwuchs bei den Spornschildkröten. Auch sie müssen gewogen und gemessen werden. Miss Shiva ja nicht mehr bald. Nimm mal deinen Kopf, mein Kind. Babyboom unter Glas. Schöne Eierprognose. Das ist ein Gelege. Das sind also nicht ganz so viele. Bei 12 Eier sind wir da gelandet. Und hier haben wir ein Monstergelege. Das sind 27 Eier. Und sehen alle ganz gut aus. Im Sommer 2006 wirkten die Riesenschildkröten munter und aktiv. Stammen daher die vielen kleinen Spornschildkröten? Seid ihr alle schon raus in die Sonne? Ist ja auch schön warm jetzt. Hey, meine Kleine. Das ist fein hier draußen, hä? Oh, du brauchst doch nicht weglaufen von mir. Nee, magst heute nicht. Ist ja auch gar nicht für dich, der Apfel. Der ist ja für die kleine Spornimaus. Ja, guck mal, sind wir kitzlig heute. Aber ganz schnell, du bist ganz schön flink geworden. Hm? Wenn wir mal unser Spornmädchen heute mal wieder lecker Apfel geben. Na, mein Mädchen. Hallo. Na, guck mal, was ich hier für dich habe. Guck mal. Ja, na, das ist ein feines Leckerchen Apfel. Nicht in den Finger beißen, du, das tut weh. Ja, das schmeckt gleich doppelt so gut, wenn die Sonne so schön scheint, ne?
jetzt dürfte er auch draußen nun bleiben. Ist Sporni Frau so Mutter Kind. Geworden. Guck mal, wir machen jetzt ein Familienporträt. Das ist jetzt die Mama. Hey Mama. Die Mama und jetzt haben wir ein Kind. Wenn wir jetzt mal einen Größenvergleich haben, haben wir jetzt hier mal ein Tier vom Juni, ist also ein Dreivierteljahr alt. Und das kleinere ist vom September, ist also jetzt ein halbes Jahr alt. Und die Mutter, wo sie draufsetzen, die ist circa 10 Jahre alt, wurde uns gesagt. Ist aber noch lange nicht ausgewachsen, also wir haben einen großen Mann oben, der ist 80 cm lang. Ich der ist knapp 80 Kilo. Das ist dann also richtig groß. Der richtig Große ist noch im Sand eingegraben und träumt. Wie war das im vergangenen Sommer? Hallo, junger Mann, sind wir draußen? Jawohl. Na super, haben wir den Weg nach draußen gefunden? Gucke an. Mein Spornimann ist draußen, jawohl. Dem ist das jetzt zu warm in seinem Überwinterungshaus. Die sind in Afrika zu Hause. In der Wüste, wenn es dort sehr heiß wird, Mittagstemperaturen 40, 50 Grad, graben die sich tiefe Tunnel in den Sand rein, weil der ja meistens ein bisschen tiefer ist, feucht und kühl. Und dort überdauern die dann diese Mittagshitze und kommen zum Abend wieder raus. Das merkt man bei denen auch. Die sind vormittags sehr aktiv, dann laufen die hier immer rum. Über den Mittag liegen sie irgendwo im Schatten und abends werden sie wieder ziemlich aktiv. Deswegen ist es schön, dass es jetzt so von heute auf gleich schön warm geworden ist, dass wir sagen konnten, okay, ihr dürft dann heute raus. Ja. Weil den Tieren tut die Bewegung auch gut. Also die möchten eigentlich auch ein bisschen laufen, die wollen nicht immer nur rumliegen. Und deswegen krabbelt jetzt 9 Monate später der Nachwuchs zum Osterspaziergang. Das sieht mal richtig lustig aus hier mit dem Kindergarten. Ne? Das ist total schön. Yes. Endlich mal eine Schildkröte, die sich auch bewegt. Ne? Mhm. Ja, schön. Haben die 14 Bewegungsfreudigen eigentlich Namen? Nee, die haben keine Namen. Da sind so viele Namen merken und dann sehen sie ja fast alle gleich aus. Das ist ja alles Spornschildkröten, alles Spornis. Ne? Salatfete, ganz oben auf der Sporni-Wunschliste. Ostergrün zum Essen. Sie heißen nur, als könnte man sie essen. Die Kiwis. Kira, Ora und Ava. Frisch geschlüpft im Zoo Berlin. Was ist der für den? Guck mal, wie der rennt. Das ist ja unglaublich. Diesmal waren wir ja auch ziemlich überrascht, weil der erste Kiwi, der hat ja schon nach 69 Tagen ist der geschlüpft. Unterm Hahn, das hatten wir auch noch nicht. Vorher haben wir sonst normalerweise die Eier weggenommen. Und das wird vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor sein, dass das Küken wirklich vielleicht auch in den ersten Stunden beim Hahn ist. In der Weihnachtszeit kündigte sich der Kiwi-Nachwuchs an. Der Hahn in der Kiste. Wo ist sie denn? Die Henne hat sich verkrümelt. Da ist sie nicht. Nee, müssen wir vielleicht noch mal in einer anderen Kiste schauen. Geh mal rüber. Ja, da sitzt sie bestimmt da hinten. Haben sich vielleicht gestritten in einer? Nee, auch nicht. Na nur, die Henne weg. Hat sie ihren Hahn verlassen? Nö. Könnte sein. Sie ist erstmal abgehauen, ins Außengehege. Gucken. Hat sich in einer Höhle eingebuddelt. Ja, die Henne sitzt drin. Ach echt? Ja. Gibt's ja gar nicht. Und, jetzt müssen wir nur mal gucken. Ach ei, das ist ja ungewöhnlich. Die hat ein Ei gelegt. Die sitzt jetzt draußen. Echt, gibt's doch gar nicht. Ja. Das ist ja toll. Sensation. Aber Ei und Henne müssen geborgen werden. Erfrierungsgefahr. So, toll. So, jetzt müssen wir nochmal versuchen. Springen. Das war die Höhle noch. So, da haben wir sie. Gut. Die Ausgrabungsergebnisse kommen ins Laubnest. In unbedenkliche Temperaturen. So. Jetzt der Hahn weg, aber ich will es aber ist kein Problem, ich wollte es reinlegen, genau. Und zumachen? Die Henne setzt sich gleich mal so an der Seite ran. Nicht aufs Ei direkt, aber dann hoffen wir mal, dass er sich dann schnell raufsetzt. Na bitte, geht doch. Okay, hat gut geklappt. 69 Tage später kam Kira Ora auf die Welt.
Das ist eine Freude, die man eigentlich so empfindet. Also stolz jetzt vielleicht gar nicht, aber eine unheimliche Freude, dass es geklappt hat. Ja. Zahn hatte ich. Ja. Nochmal. Also, nee. Mal runter. Ist ja gut, ist ja gut. So schlimm ist das alles gar nicht. 245 bedeutet, hat er zugenommen? Hat zugenommen. 10 Gramm. Ja. Aber schlüpfte nach 72 Tagen. Mal gucken, was der Kleine wiegt. Aber der hat immer noch einen ziemlich dicken Bauch. Gut. Die sind schon so, dass man die kaum wiegen kann. Das 56 Gramm kommt nicht hin. Ja, das kann nicht stimmen, glaube ich. Die wiegen ja, wenn sie aus dem Ei kommen, so um die 300 Gramm und müssen dann in den nächsten 10 Tagen an Gewicht verlieren. Manchmal bis zu 100 Gramm, also ja, 265 kann schon jetzt hinhauen. Also bei 230, 210 fangen sie meistens so an zu fressen. Solange haben sie dann eben halt noch ihren Dottersack. Die sind so schnell. Noch nichts darum. Jetzt lassen wir euch wieder in Ruhe. So. Na, komm, wir verstecken jetzt die Ostereier. Für Jaguar-Mutter Anafi so, und ihren pubertierenden Jungen Navarino. Und jetzt Spannung, wie die Nester ankommen. Hallo, komm mal her. Eine Osterüberraschung, Herzele. Hallo, Anni. Ja, ran an die Osternester. Hallo, Navarino. Hallo. Und? Was hat sich hier verändert, Freund? Naja, das war zu einfach, das Nest. Man möchte auch nicht für blöd gehalten werden. Anafi, was ist denn da drin? Großes Ungeheuer. Navarino, geh mal hier gucken. Guck mal da. Genau. Mutti. Ja, Anafi, du hast so dicke Füße. Du passt da nicht durch. Navarino, das ist für dich? Ja, das musst du machen. Nö. Doch, was brauchst du denn jetzt? Kannst du mit Ostern nichts anfangen, Navarino? Doch, aber dass die Eier versteckt sind und man da nicht einfach rankommt. Nein. Haben wir die Eier so gemein versteckt? Anafi, du passt da nicht ran. Ja, und nu? Sage mal. Ist das alles gemein? Ja. Du heute schlecht geschlafen, oder wie? So ein kleiner Wurzelknurm. Wo hast denn die dein Osterei? Das musst du dir alleine holen. Sonst kriegst du es immer halb in die Gusche gesteckt, ne? Gerne. Arbeite mal alleine. Ahu. Ja, guck mal hier. Ach, guck mal einer an. Und? Klingelt's im Gehirn? Tut dir doch niemand was hier. Ja, du bist der schärfste Kunde, ehrlich mal. Naja, so ist es, wenn man euch mal eine Freude machen will, wa? Da stellen wir uns hin, verfärben uns die Finger und... Nicht immer ein bisschen Würdigung. Aber ehrlich mal, doch. Also, definitiv steht fest, Jaguar kann mit Ostern nichts anfangen. Mhm. Aber das Ei war ganz schön lecker. Ist dir das jetzt ein bisschen peinlich? Dein Auftritt? Brauchst du ein Gespräch unter vier Augen? Mhm. Ich glaub's wohl. Lassen wir die beiden alleine. Na, Mäuse? Ja. Habt ihr denn schon gegessen? Ja. Und du, Brilli, hä? Süßer. Ja. Komm. Hör auf. Zeig mal, was macht denn dein Pflaster? Der haben wir den Flügel
nach rechts rübergeklebt, weil sie ihn immer so über den Rücken verzogen hatte. So viel dazu. Und du spiel hier mal bitte nicht den sterbenden Schwan, ja? Die anderen sind ja nun schon alle weg. Wir hatten ja insgesamt jetzt schon 11 junge Rotrückenpelikane und den einen Brillenpelikan. Und die anderen, die haben wir schon abgegeben, damit hier mal ein bisschen Ruhe ist, ne? Ja, genau. Weil sie schon erwachsen waren. Ne, Brille? Ja. Komm mal, hör mal auf hier. Tschaikowski kannst du ein andermal tanzen. Hier, Fischi. Nach Danke. Den zwei sehr lebhaften Pelikanen so, jetzt ein weitaus ruhigerer Vogel. Fusselbirne dran. Fusselbirne ist ein kleiner Goliath-Reiher, der... Hallöchen. Ecke, 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 Ecke. Der heute hier geschlüpft ist im Brutapparat und aber nachher wieder in sein Ei gestopft wird und bei den Großeltern drunter kommt. Ja, komm mal hier. Na da, hier, nimm. Komm, allein essen macht dick. Ja, Ecke, 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 Ecke. Komm. Fein. Oh, so ein Riesenstück ist schon. Jo, das ist dein Essen nicht. Hier ist es. Da. Wenn die richtig aufgedunst sind, dann haben die so eine richtige Fusselbirne, so richtig plüschig. Ne? Ja. Kleine Maus. Jo, jetzt kommt sie wieder ins Warme zurück. Ja, kommt nachher. Wirst nicht gleich verhungern. Die letzten Aufnahmen von Panda-Bären Yang Yang. Oh, komm mal, komm. Komm. Auch ihr wollte Reviertierpfleger Lutz Stürmer eine Osterüberraschung bringen. Doch das 22-jährige Panda-Weibchen hatte keine Lust auf Kuchen. Ja, da anscheinend beschäftigt sich ja was anderes. Yang Yang war heiß auf einen Pandamann, hatte keinen Appetit. Das hat man nicht erforscht. Also ich weiß nicht bekannt, warum das passiert, aber das ist bei allen weiblichen Pandas so. Kein Mann, kein Appetit. Lutz Stürmer musste sich trotzdem keine Sorgen machen. Yang Yang hat ihren Osterkuchen nicht angerührt. 4 Tage später liegt sie leblos im Außengehege. Darmverschluss. Ein natürlicher Tod mit 22 Jahren. Eigenartig war ja, vorigen Donnerstag haben wir den Osterdreh gemacht und da ist sie in Hitze gekommen. Der Bauer hat ganz deutlich gezeigt, weil er hier wie ein Irrer im Gehege rum ist, überall Handstand gemacht, überall markiert. Und der hat natürlich die bessere Nase. Und dann hat sie auch mit dem Futter zurückgesetzt, so wie das üblich ist in dieser Zeit. Für eine Woche, nach einer Woche geht das wieder aufwärts. Und das ist dann so in sich gekehrt, in ihrem Bambus gewesen. Und die meditiert dann so, die hört sich in sich rein, sag ich mal so. Und klärt das mit ihrer Hormone ab, was nun wieder los ist. Ja. Und das hat sich also bis zum Sonnabend unverändert so gezeigt wie eine Hitze. Und Sonntag soll es ja auch noch so gewesen sein. Und Montag ist er auch noch auf die Anlage gegangen, hat ein paar Blättchen gefressen und dann hat er sie nachher da gefunden. Bau, Bau. Jetzt der letzte lebende Panda-Bär in einem zoologischen Garten in Deutschland. Es tut immer weh, wenn irgendein Tier, wo man eine besondere Beziehung zu hat, eingeht. Aber da hat ja nun Berlins Panda-Bären sind und ich, der einzige Flieger Deutschlands, geht mir natürlich für diese Tiere auch besonders nah. Aber ich bin genauso berührt, wenn ich ein Flaschenkind habe und das stirbt eines Tages und geht den Jank aller Wehe, das berührt mich auch. Ich entfließe nicht mehr in Tränen. Nach 40 Dienstjahren habe ich so einiges kommen und gehen sehen. Aber das ist eben halt was Besonderes. Yang Yang. Wir haben uns lange an ihr gefreut. Behalten wir sie in guter Erinnerung.
für Marleinbär-Mädchen Dara. Was wir nun alles für unser Kind machen, wa? Das Kind. Schon ganz ungeduldig, was es gleich gibt. Oder wir machen ein großes Omelett. Für alle. Natürlich. Ja, ja. Ja. Zum Straußmeier ist so eine tolle Sache. Kiek mal, jetzt ist es fast leer. Straußenei mit edler Füllung. Uns hat eine Besucherin aus Solingen ein Päckchen geschickt. Einmal für die tollen Pfleger, die genauso pflegebedürftig sind wie ihre Pfleglinge, ist ganz klar. Und da war der Honig drin. Und den hat sie nicht zum Geburtstag gekriegt, den kriegt sie jetzt zu Ostern. Weil sie hat zum Geburtstag schon so viel gehabt. Nochmal anfangen. April 2006. Dara noch als Flaschenkind. Ja, nur langsam, du verschluckst dich. Langsam. Trink langsam. Siehst du? Jetzt? Du sollst langsam. Ja, ja, ja. Komm, komm, wir machen jetzt wieder Siesta. Gekuschelt hat Dara schon immer gern. Auch mit Reviertierpfleger Michael Horn. Jetzt wirst du wieder wach, wa? Oh, na guck, mach mich ein bisschen bequemer, ist so hart auf dem Boden, ne? Dann machen wir das so. Ja. Gucken wir uns mal die Füßchen an. Guck mal, so doll hast du deine Krallen schon abgewetzt heute hier vom Klettern. Ja. Mensch, richtig pediküremäßig. Das sieht doch gut aus. Und mit 11 Wochen gab es den ersten Brei. Morgens hat es am meisten Hunger. Wie gesagt, da knallt eine ganze Banane hinter und 260, die atmet sie weg. Und dann versuchen wir natürlich, das im Zeitrhythmus so zu halten, dass er abends noch eine Flasche nimmt. Aber tagsüber ist jetzt Brei. Ne? War es das schon? Wie siehst denn du aus? Nach dem Fressen lockte das Abenteuer. Wieso mal guckt, was? Ja, ja. Wie kannst nicht du helfen. Anfassen? Okay, den Rest kannst du alleine. Ja. Ja, sowas kommt von sowas. So, halt dich fest und mach alleine. Was willst du denn lesen? Hm? Das ist meine Creme. Du musst dich nicht eincremen. Guck mal, wie er raus. Du kleine Süße, du. Hä? Hast du nur Unsinn im Kopf? Boah, die Welt ist so groß. Guck dir das an. Da. Und jetzt geht's los. Auf die Plätze, fertig. Los. Die Babyzeit vergeht. Mit 3 Monaten. Darf Dara draußen klettern. Ein Loch. Bumm. Oh wei. Oh wei, oh wei. Oh. Ui. Kopf sauber. Oh. Was du lauter? Auf der Nase. Nein, Mama, dann komm hier. Gott. Komm hier, ich mach die Nase sauber. Oh, hast du einen Pot im Baum geschlagen? Du hast die Welt wieder in Ordnung. Weiter geht's. Böser Sand. Oh Mann. Komm, ganz kurz kuscheln. Aber dann wird wieder gelaufen. Das werde ich hier nicht verpimpeln, ne? Jo. Jetzt ist besser. Komm, ganz kurz. Oh, hast du so gelitten. Ja, unser Baby. Hm? Ist halt nach wie vor ein kleines Prinzesschen. Irgendjemand hat diesen Bären wahnsinnig verwöhnt. Wir nicht. Wir wollen ja keinen Schaf angucken. Und auch mit einem Jahr geht das Verwöhnen-Programm noch weiter. So, reicht es? Klebt.
klebt schön fest, guck mal. Ja. Sieht schön aus, sieht gleich ein bisschen bunter aus. Mensch, ist das ein schönes Nest. Jetzt brauchen wir noch den passenden Vogel dazu. Ja, wie heißt das? Das Auge isst mit, ne? Genau. So. Du bist schon neugierig, wa? Frohe Ostern. Oh. Stellt euch mal vor, wir hätten mit den Sträußern jetzt nicht gemacht. Ja, das ist klasse. Kicker. Ja, stimmt. Ja. Na, der schmeißt das über den Kopf runter. Ja. Kike, ist das klasse. Ja, lass nicht los. Schön fest. Genau. Wie Mama, wa? Gut, also das nächste Mal brauche ich nicht mehr, dann holen wir gleich da ran. Für das Loch. Ja, mach du mal. Fass mal rein und brich raus. Nee, die sind schön hart, die Schatten. Dara. So sitzt man nicht als Mädchen. Als Bär schon. Ja. Oh, Gott. Ah. Siehste, endlich bin ich da, wo ich hin will. Genau. Was für eine Leichtigkeit gibt so viel Problem. Ja. Das ist wirklich, also. Wir müssen ja bei Dara jetzt langsam aufpassen, deswegen ist das nicht so viel süße Zeug, wie wir es zu Weihnachten gemacht haben. Weil man da auch ein bisschen auf ihre Linie achten muss. Und wir viel mehr auf ihre Linie achten müssen. Also sie selber kann da nicht so achten, sie frisst dann einfach los. Und da sind, glaube ich, die Schokolinsen die etwas dezentere Variante von Schokolade. Kann öfter Ostern sein? Ja, setz dich noch auf. Okay, klebt die alle noch wie verrückt da nach Honig und Schokolinsen, die Getränke. Aha. So, wollen wir noch Osterwässerchen machen, wa? Ja, dann Prost. Ist noch nicht gegoren, dann wird Osterwässerchen für mich. Dara, guck mal. Guck mal, sie guckt schon. Guck mal. Yep. So, was mit spritzt. Ja, dann bist du ja ihr Liebster, wenn du bespritzt wirst von ihr. So war das doch, ne? Das Osterwässerchen. Ja, bin ich da sowieso. Ja. Ne, hier. Ja. Laut Osterbrauch bespritzen die Mädchen ihre Liebsten mit Osterwasser. Das ist ein Ding, wa? Auch Dara. Bespritz mich nicht, sonst muss ich dich nehmen. Ihr erstes Osterwasser. Letztes Jahr war sie noch zu klein für Osterwasser. Kike. Noch ist ja ein Baby. Die muss ja erst noch. Und der aus dem Zoo, der ihr Mann eventuell werden soll, der ist ja auch dieses Jahr erst geboren. Genau. Der. Nee, sie hat noch viel, viel Zeit. Noch ist sie ja noch nicht mal in der Pubertät. Ja. Na eben. Deshalb erst mal weiter. Darius ist ein ausgewachsener Tigerjunge geworden. Soll ich dich noch mal knuddeln? Au! Jungs wollen nicht geknuddelt werden. Was? Versteh's doch mal. Pass mal auf. Jungs müssen sich beißen. Pass mal auf, du alte Rübe. Das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Nein. Vor 14 Monaten knuddeln? Konnte man ihn noch auf den Arm knuddeln nehmen. Ist so. Halt dich fest. Pass mal auf. Geh mal mit deinem Füßchen bitte schön dahin. So. So ist es fein. Genau. Da tapste er zwischen Mama Sindaria und Papa Shando herum. Unbeholfen, aber immer unternehmungslustig und neugierig. Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo, Darius. Guten Morgen. Hallo. Das ist ja ein Ding. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Na, da wunderst du dich, was? Sowas kriegt man am frühen Morgen doch nicht. Nee. Hallo, Shando. Guten Morgen. Guten Morgen, Schatz. Ja. Oh, oh. Eure Mutter hat schon wieder eine Mistlaune. Na, ihr beiden. Ihr findet es auch nicht schlecht, dass ihr mal so ein paar Minuten für euch habt, hä? Könnt ihr mal eine richtige Männerunterhaltung führen? Ich merk schon. Hallo, du kleiner Zwerg. Na? Na, hallo. Wer kommt denn da? So groß bist du schon. Na, du bist ja einer. So groß. Und zu Weihnachten spielte die Tigerfamilie zusammen auf der Anlage. Da war Tigervater Shando schon gezeichnet von seinem Knochenkrebs im Gesicht. Ende März hörte er auf zu fressen. Er musste eingeschläfert werden. Darius muss nun mit seiner Mama allein Ostern feiern. Seine Tierpfleger wollen ihn aufmuntern. Hallo. Süßer, die wir da machen. Bursche. Darius ist verlegen. Ja, guck mal her. Hä? Weil sich überlegt war, der ist jetzt 14 Monate. Ich geb dir mal einen Tipp, den darfst du nachher suchen. Guck mal,
Ticket auf sie. Ja, genau. Die musst du nachher finden. Das findest du jetzt albern, oder? Nee, er kommt dir jetzt ziemlich verscheißert vor. Eine schöne Keule wäre besser. Ja. Bisschen verarscht kommt er nicht vor. Ja. Na gut, komm. Dann machen wir den Ruf jetzt. Damit er Aktion sein kann. Ja, warte, da kommst du aber gleich. Da kommst du aber gleich hinterher. Frische Birke. Für Darius mehr als nur Osterdekoration. Mensch, in deinem hohen Alter, ich gratuliere. Das war ja sensationell. Kleiner Schritt, großer Schritt für die Tierpflege. Wo sind die Ostereier da? Na, am besten vielleicht. Ja, das sieht man gut. Ochs da hier oben auch. Hier, ja. Genau. Wunderbar. Mensch, das sieht aber schön aus. Ein Marsch vom stolzen Darius. Gefolgt von Mutter Sindaria. Was denn, die Eier hat er noch gar nicht entdeckt? Nee. Birke ist viel interessanter, oder? Birke ist interessanter, ja. Wie kommt das, dass an unserem Baum auf einmal so lange Zweige hängen? Eigentlich war da doch nichts. Komisch. Ja, Darius. Der wird doch nicht. Ist das ein, ja, gleich fällt er hin. Ist das ein Riesehorn? Meine Güte. Ich würde sagen, jetzt hat er Sindaya aber einen. Hä? Ein Kind. Na. Pass mal auf, gleich springt er hoch. Das riecht noch nach dem, wo deine Füße standen. Na, das glaube ich nur weniger. Extra Gummistiefel angezogen. Unten hat er jetzt schon die richtigen Zähne. Siehst du? Ja. Da kommen schon die Tiegel. Ja, aber oben hat er noch die Milchzähne. Ja. Der ist ziemlich spät im Zahnwechsel, finde ich. Oh ja, gut. Ein Vierteljahr. Aber als Einzelkind muss man sich nicht so beeilen. Blind ist er auch noch. Die ignoriert er. Allerdings. Darius. Ja, gibt es denn so weit? Dann legen wir ihn. Also, das sieht man ja nur wirklich. Ja, ja, ja. Ach, Darius. Wieder vorbei. Blamier uns nicht. Darius, willst du meine Brille haben? Ist ja wohl nicht zu fassen. Bursche. Ja, du kannst sagen, was du willst. Also, Eier suchen ist nichts für Darius. Das ist was für Kinder, aber nichts für den großen Darius. Ja, toll, aber Milchzähne noch in der Schnute haben, wa? Ja, das weiß er ja nur nicht. Aber sowas macht er lieber. Er steht über dem Ding. Toll, und dafür haben wir jetzt bunte Finger. Hm. Der Baum muss. Viel interessanter. So hat eben jeder auf seine Weise fröhliche Ostern. Bei Panda, Gorilla und Co.